Wir haben ein paar Bilder da, vor allem wie du auch trainierst im Simulator. Die schauen wir uns mal an. Da kannst du schauen und uns erklären. Ja, das ist das erste Mal, wo ich in einem professionellen Simulator drin gesessen bin. Das ist der Simulator von Emil Frey. Und das war etwas ganz Spektakuläres für mich, gewesen, so etwas zu fahren. Und da wollten wir jetzt einfach mal schauen, wie es sich anfühlt, so in einem Rennwagen drin zu sitzen. Das Auto einstellen und halt die Linien von einer Karte und von einem Rennwagen sind komplett anders. Das haben wir auch ein bisschen lernen müssen. Und das ist der Herr Schüppach, oder? Genau, und das neben dir ist mein Vater. Rennen, also die beobachtet dich, Renningenieur gsi bei Sauber. Und was macht er da? Da erklärt er mir, was ich alles richtig mache und was falsch. Da schauen wir uns einfach mal an, weil wir haben zwischendrin noch Pausen gemacht. Und es ist halt immer besser geworden. Und dann wird das analysiert, was genau. Du dort trainierst. Kann man diese Strecken eigentlich wirklich simulieren? Das immer simulieren, kannst du mir noch schnell sagen, sind es die gleichen Strecken? Ja, genau. Was ist da? Das war 2017, von der FIA gegründet. Von jedem Land dürfen zwei Fahrer dort hingehen. Von der Schweiz bin nur ich gegangen. Und in den ersten zwei Rennen war es relativ gut. Ich bin zweimal unter den ersten 10 gekommen, von 60 Fahrern. Einfach im dritten Rennen haben wir ein bisschen Probleme mit den Reifen, Motor. Hat nicht alles gepasst. Das haben wir auch eine Strafe bekommen. Ja, aber sonst ist es eigentlich noch relativ cool gemacht. Die Motoren sind das Einzige, wo der Unterschied ist. Aber um das fair zu machen, haben sie nach jedem Rennen zum Beispiel meinen Motor genommen und den von einem anderen gewechselt. Das jedes Mal der gleiche Motor, um zu schauen, wo die Unterschiede sind. Ah, okay. Und das Auto hat jeder das gleiche Auto gehabt. Also hat schon Spass gemacht. Das glaube ich. Wie nervös ist man denn jetzt da so am Start? Dort, wenn man so im Auto sitzt, ist man schon sehr nervös. Aber gerade wenn der Mechaniker dich losschiebt, so wie da, ist alles vergessen. Dann konzentriert man sich, um alles richtig zu machen. Dann ist man voll fokussiert. Natürlich tut man wie Skifahrer den Kurs sicher so einprägen. Genau. Ja, und das Problem ist, mit einem Fehler kann man sehr viel zahlen. Also. Es gibt einen Rennfahrer, der hat schon die Weltmeisterschaften wegen einem kleinen Fehler verloren. Also, da muss man schon 100% konzentriert sein.